Die Medizinische Hochschule Hannover ist ein beeindruckendes Gebäude. In mehreren Operationssälen werden täglich Hunderte von Patienten operiert. In einem kleinen Gebäude auf dem Hochschulgelände werden die operationstechnischen Assistenten ausgebildet. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich die Auszubildenden gegenseitig Blut abnehmen. Ich komme eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus der Nähe von Greifswald, und habe da mein Abitur gemacht. Und an der MHH bin ich jetzt seit 2 Jahren. Und ja, gute 2 Jahre. Also ich bin jetzt im 3. Ausbildungsjahr und werde halt operationstechnische Assistentin. Schulfächer Biologie sollte schon gut sein. Und auf jeden Fall soziale Kompetenz, also im Team zu arbeiten und seine Bedürfnisse auch mal zurückzustellen, aber genauso auch bestimmt zu sein und zu wissen, was zu tun ist. Wie bis wo? Wir lernen das ja auch in der Ausbildung natürlich, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das wird auch nicht nur so dahingesagt. Also wir lernen das wirklich auch, dass es um den Menschen geht, dass viele Menschen für in einen Menschen arbeiten, von der Schleuse bis ja, durch die OP begleiten und dann natürlich auch nach der OP. Wir kriegen zwar natürlich nicht mit, was jetzt direkt auf Station mit dem Menschen passiert oder wenn er entlassen wird, aber wir sehen nicht nur den offenen Bauch. Also es geht die ganze Zeit um das Wohl des Menschen, das steht auch im Mittelpunkt und das ist sich auch jeder bewusst. Und es handelt auch jeder so, als wenn er selbst da liegen würde. Auch bei den OPs ist Josephine Körte live dabei. Die vorherige gründliche Desinfektion ist lebenswichtig. Wenn eine OP beginnt und es wird die Haut erstmal aufgeschnitten und man muss dann vorausplanen, welche Schritte folgen jetzt, was könnte theoretisch passieren, dann muss der operationstechnische Assistent an der Stelle natürlich ganz viel vorausdenken und vorausplanen. Insofern ist es die Fähigkeit oder das Talent, tüfteln zu können, dass die Fähigkeit und das Interesse, sich auf Anatomie, auf die Physiologie des menschlichen Körpers konzentrieren zu wollen und eben auch die Fähigkeit, sich lange konzentrieren zu können und konzentriert an einer Sache zusammenarbeiten zu können. Was ich spannend finde daran, dass das ganz unterschiedliche Berufsgruppen sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann kann man sich ergänzen und man kann eigentlich immer voneinander lernen. Und eine Berufsgruppe allein kann es eigentlich nicht schaffen und kann auch nicht wirken. Das kann nur gemeinsam sein. Und deshalb finde ich das toll. Man muss eine Begeisterungsfähigkeit sicherlich im biologischen Bereich haben, dass man einfach dieses Wunderwerk des menschlichen Körpers auch mit viel Interesse beginnt zu erlernen und sich darin eben auszukennen. Also es geht wirklich um absolutes anatomisches Detailwissen. Dass sie sich positiv für einen Beruf entscheiden, dass sie das wirklich wollen, dass sie Energie haben, richtig Lust haben dazu, aber dass einem auch nichts in den Schoß fällt, dass sie lernen müssen. Und zwar nicht nur für die Ausbildung, sondern auch danach lebenslanges Lernen, weil Berufe sich auch verändern und dann muss man sich mitverändern und mitbewegen. Das Schöne an dieser Schule hier ist einfach, dass wir noch eine relativ kleine Schule sind. Wir haben also noch ein sehr, sehr persönliches Ambiente miteinander. Es sind insgesamt 4 Lehrkräfte. Mit mir sind wir insgesamt 5. Und dann haben wir 5 Praxislehrer, die als Praxisanleitungspersonen in der Praxis eben unsere Schüler dann begleiten. Für unsere OTA-Ausbildung, uns ist es sehr wichtig, die praktische Ausbildung, denn der praktische Teil nimmt einen sehr, sehr großen Anteil an. Auch wir Theorielehrer kennen uns hier sehr, sehr gut aus in den OP-Abteilungen. Ich selber komme ursprünglich aus dieser OP-Abteilung und habe hier 10 Jahre gearbeitet, sodass wir immer einen guten Theorie-Praxistransfer herstellen können. Wir sind häufig hier, tauschen uns aus mit den Praxisanleitern, die Schüler über 3 Jahre betreuen und somit können wir sicherstellen, dass die praktische Ausbildung auf sehr hohem Niveau stattfindet. Wenn ihr Schwierigkeiten habt zu wissen, was ihr werden wollt, macht Praktikas und bleibt auch erstmal dabei, auch wenn es am Anfang vielleicht doof ist. Manchmal ist es auch gut, einfach mal eine Sache durchzuhalten und dann, wenn man mehr kann, dann macht es auch mehr Spaß.